Ich bin Stefan Gries, Weinliebhaber, und ich finde es klasse, über Rebsorten, über Weinregionen, über Winzer zu sprechen. Bei meinem heutigen Video geht es um den Gewürztraminer, die Region Südliche Weinstraße, Pfalz. Hinter mir sieht man sehr schön, ist die Villa Ludwigshöhe bei Edenkob. Ein paar Worte zum Gewürztraminer. Der Gewürztraminer ist eine besondere Weißweinsorte. Der Gewürztraminer selber, man weiß nicht so richtig, wo der herkommt. Südosteuropa oder Ägypten. Jedenfalls ist er das erste Mal im 11. Jahrhundert in der Region Südtirol in Tramin erschienen und urkundlich benannt. In Deutschland ist er seit dem 15. Jahrhundert bekannt und gilt als eine besondere Weißweinsorte. Wenn man den Gewürztraminer so im Glas schwenkt, reinriecht, dann kommen da so Gewürznoten oder Duftnoten raus nach Rosen, Litschi, Bitterorangen, Marzipan. Einfach wunderbar, ein wunderbares Gefühl nach Wein. Wir werden es aber gleich noch sehen. Der Gewürztraminer hat eine grün-gelbe Farbe. Er ist ein idealer Essensbegleiter für Dessert, Käsevariationen, Pasteten, ein wunderbarer Wein. Der Gewürztraminer ist eine Rebsorte, die weltweit Anbau findet. In Deutschland ist die Pfalz das größte Anbaugebiet mit 404 Hektar, dann folgt Baden und Rheinhessen. Ein paar Worte noch zu dieser wunderschönen Gegend, die Pfalz. Hier möchte man Urlaub machen, hier fühlt man sich richtig wohl. Hinter mir befindet sich die Villa Ludwigshöhe. Das ist die Sommerresidenz des König Ludwig I. gewesen. Das war zu einer Zeit, wo die Pfalz hier noch zu Bayern oder zu Bayern gehört hat. Und Ludwig I. hat sich hier seine Sommerresidenz aufgebaut. Die Villa wurde 1846 angefangen zu bauen. Fertiggestellt wurde sie 1852. Dann hat der König Ludwig nur 2 Jahre hier in dieser Sommerresidenz verbracht, hat seine Geburtstage hier gefeiert. Sein letzter Aufenthalt in der Villa Ludwigshöhe war 1866. Die ganze Villa wurde nach einem italienischen Baustil gebaut, da er ein sehr großer Italien-Fan war. Unser heutiges Weingut ist wieder das Weingut Anselmann in Edesheim bei Edenkoben. Warum? Zweiter Teil, wir hatten ja letztens schon mal einen Teil von dem Weingut Anselmann gehabt. Da ging es um den Cabernet Sauvignon. Heute geht es um Gewürztraminer. Wie wird er abgefüllt? Wie groß sind die ganzen Sachen? Aber lasst euch gemeinsam von dem Weingut einfach nochmal begeistern, so wie ich das bin. Die Weinregion ist so wunderschön, da lohnt es sich richtig mal hinzufahren. Ganz interessant ist, es gibt ganz viele Radwege und Wanderwege. 10 der Radwege habe ich jetzt einfach mal zur Verfügung gestellt. Vom Kraut- und Rubenweg bis über den Glockenradweg bis hin zum Traubenradweg. Einfach klasse. Unterhalb der Villa Ludwigshöhe, zwischen den Ortschaften Edenkoben und Edesheim, befindet sich das Winzerdörfchen oder Winzerstädtchen Rot unter Riedburg. Das ist einfach so wunderschön, da muss man einfach mal gewesen sein.
Herr Hansemann, hier sind wir im Lager und es ist ein sehr großes Lager. Ist das alles für die Pfalz und für Bedesheim bedingt oder liefern Sie auch deutschlandweit, weltweit? Was hängt da hinten dran? Ja, das ist tatsächlich unser größtes Flaschenlager. Hier lagern viele unserer Weine und es lagern hier sehr gut klimatisiert. Also wir haben für die heißen Sommermonate auch hier eine Klimaanlage, sodass der Wein immer bei idealen Temperaturen lagert. Es ist mir ganz wichtig, dass der Wein, solange er sozusagen in unserer Obhut ist, optimal lagert und optimal reift, bevor er dann sozusagen rausgeht in die Welt. Es ist tatsächlich so, wir exportieren unseren Wein regelmäßig in gut 20 Länder, in denen wir Kunden haben. Da sind ganz wichtige Abnahmeländer dabei, wie zum Beispiel hier sehen Sie, da steht eine Weinlieferung für Norwegen. Hier, diese Paletten gehen nach Finnland. Wir haben aber auch viele kleine Exportmärkte, so liefern wir zum Beispiel auch Wein in kleinen Mengen in kanadische Provinzen wie Prince Edward Island, Nova Scotia oder zum Beispiel auch die Karibikinsel Grenada. Auch da liefern wir Wein hin. Die baltischen Staaten, Fernost, Japan, Südkorea, Brasilien, Mexiko. Das heißt also, wir liefern Wein ganz viele Länder, manchmal in großen Mengen, aber für uns bedeutet Export auch erstmal, dass wir nur eine halbe Palette abwickeln und dann sieht man hier auch viel Wein, der ist jetzt hier. Fachhandlungen, Weinfachhandlungen für Gastronomiebetriebe in Deutschland, für Filialen des gehobenen Lebensmittelhandels. Also zum Glück sind wir da sehr vielfältig aufgestellt. Ja, hier stehen wir in unserem Gärkeller. Man sieht hier auch sehr viele kleine Edelstahltanks ab einer Größe von 1000 Liter. Es ist ja so, dass wir auch viele Delikatessen erzeugen, zum Beispiel edelsüße Weine, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese oder in kalten Wintern Eisweine. Oder dass wir auch Rebsorten haben, besondere Delikatessen, von denen wir nur kleine Flächen haben, wie zum Beispiel die spanische rote Rebsorte Tempranillo oder den Syrah oder den Cabernet Franc. Für solche Weine brauchen wir natürlich auch relativ kleine Tanks. Und diese Tanks sind alle klimatisiert, das heißt, wir können hier bei Bedarf gekühlt vergären und den Wein sozusagen hier und immer unter optimaler Temperatur gären oder reifen lassen. Ja, die Lese 2020 beginnt. Wir sind schon schwer am Arbeiten und im Moment ist es gerade so, dass wir filtrieren, zum Beispiel weißen Traubensaft, aus dem wir einen weißen Traubensecco herstellen und roten Traubensaft, der dann nächste Woche abgefüllt wird für roten Traubensaft. Das sind sozusagen die ersten neuen Produkte aus dem 2020er Jahrgang, die dann in die Flasche und sozusagen auch auf den Markt kommen. Und jetzt sind wir in der Qualitätssicherung vom Weingut Hansemann. Vor mir steht der Christian Hansemann. Also das ist unser Frost-Wein-Scan. Hier können wir unsere Weine und auch das Lesegut, das bei uns im Weingut ankommt, direkt analysieren. Da haben wir ganz schnell die Werte, also unsere Öxle oder unsere Säure und können so dann genau die verschiedenen Qualitätsstufen voneinander trennen und haben dann auch sehr schnell ein genaues Bild davon, was im Weinberg passiert. Sind wir in Ihren Weinberg, Gewürztraminer. Ein traumhaft schönes Panorama. Ich bin total begeistert. Erzählen Sie mir mal ein bisschen was dazu. Was haben wir hier? Ich sehe das zusätzlich zum Wein hier, das Schloss. Die Villa Ludwigshöhe und auf dem Gipfel oben die Riedburg. Ja. Ja, also der herrliche Blick so Richtung Edesheim von dieser Weinbergslage hier. Und ich glaube, man sieht sehr schön, warum ich so begeistert bin, hier in der Pfalz Winzer sein zu dürfen. Eine traumhaft schöne Landschaft mit einem herrlichen Relief,
schöne Hügel, der Pfälzer Wald im Hintergrund, der uns durch seinen Höhenzug so vor Westwinden und vor Regenwetter schützt und da viel zu unserem ganz besonders günstigen Kleinklima für den Weinbau beiträgt. Und hier dieser Weinberg, der ist jetzt auch ein besonders begünstigter, ein schöner Südhang, optimal für einen Gewürztraminer geeignet, auch mit idealem Boden, sandiger Lehm hier, also optimal für diese Rebsorte. Und aus dem Grund haben wir hier einen Gewürztraminer Weinberg gepflanzt, 3,5 Hektar an einem Stück. Ich glaube, das ist für Gewürztraminer eigentlich eine doch relativ seltene Rebsorte etwas Besonderes. Aber ich liebe diese Rebsorte ganz besonders. Sie hat eine wunderbare, ausgezeichnete Aromatik und sie zählt auch weltweit zu den ganz anerkannten, großen, traditionsreichen Rebsorten. Und es geht mir immer so, wenn ich als Winzer im Ausland unterwegs bin, egal ob es Messen oder internationale Weinwettbewerbe sind, als deutscher Winzer wird man viel auf Riesling angesprochen, viel großes Thema ist auch Eiswein, obwohl es der heute leider sehr, sehr selten geworden ist aufgrund unserer zu milden Winter. Und das dritte große Thema ist doch die Rebsorte Gewürztraminer. Mhm. Eine Rebsorte, die weltweit auch bei Önologen und Winzern ganz, ganz große Beachtung findet. Als relativ schwierig und delikat im Anbau gilt, deshalb ist sie vielleicht auch selten geworden, aber andererseits von ihrer Aromatik, von ihrer Spezialität, vom Charakter ihrer Weine wirklich etwas ist für den Kenner und begeistern kann. Und wenn ich jetzt hier so stehe und sehe so auf die reifen Trauben, die dann in 2 bis 3 Wochen geerntet werden können, mhm, und sehe, wie gesund die sind, wie schön die reifen und wie schön die Wetterperspektive ist, dann muss ich sagen, dann freue ich mich schon richtig auf die Ernte und auf den Ausbau dieser Trauben. Und ich glaube, das hat die Chance, ein ganz, ganz großartiger Jahrgang beim Gewürztraminer zu werden. Den kann man aber erst nächstes Jahr trinken. Den wird man erst nächstes Jahr kaufen können. Genau. Ja, genau. Da wird jetzt geerntet, vermutlich Anfang Oktober und wird dann ja vergären, im Tank reifen. Und ich nehme an, im späten Frühjahr oder im Sommer 2021 abgefüllt werden. Ja, wir schon hier diese Gewürztraminer Spätlese aus dem Jahrgang 2018. Hat eine sehr schöne, hellgoldene Farbe, mhm, sehr attraktiv, wenn wir den Wein hineinriechen. Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich fürstlich, oder? Ideal typisch für Gewürztraminer. Schön blumig, ja, floral, witzig, hier kommen schön tropische Früchte, ja, ein bisschen Mango, Maracuja, aber auch reife Birne. Dann schöne Zitrusnoten, ich denke hier so an reife Orangen, etwas auch Orangenkonfitüre, Litschi. Man hat so das Gefühl, man riecht in so einen Obstkorb mit Südfrüchten hinein. Genau, ja, das wird toll. Schön reif, aber auch gleichzeitig noch eine gewisse Frische da. Und wenn wir jetzt einen Wein im Mund nehmen, ja, eine angenehme, intensive, ja, ist jetzt so. Dann probieren wir das mal. Also ich glaube schon, wenn man diese Wein dann probiert, dann ja, hat man doch den Eindruck, dass sich die viele Arbeit mit dem Gewürztraminer, dass es sich lohnt mit dieser Rebsorte, weil es ist einfach, finde ich, einzigartig, dieses schöne, intensive, würzig, blumige Bouquet. Und dann nachher im Geschmack, hier haben wir jetzt einen Wein, ich finde, der kombiniert sehr schön eine ja, recht intensive Süße, aber auch mit viel Eleganz, mit einer ja, angenehmen, dezent eingebundenen Säure. Ich glaube, es ist einfach ein Wein, der Spaß macht, der sich angenehm trinkt. Ist leicht lieblich, oder? Das kann man schon sagen. Ja, der Wein hat schon eine sehr angenehme, intensive Restsüße. Das ist natürlich ein Wein, der passt ideal zu fruchtigen Desserts, also zu Obst zum Beispiel, Früchte, Joghurt, Eis. Ich persönlich finde ihn auch sehr schön zu Gebäckspezialitäten. Mhm. Käse, oder? Käse natürlich, ja, besonders kräftigere Käse, Blauschimmelkäse, mhm, der passt da ganz wunderbar dazu. Es ist auch einfach ein Wein, der passt ganz toll zu Knabbereien. Also ich persönlich bin ein großer Freund von Cashewkernen und, mhm, Nüssen und so. Das mag ich sehr und ich finde immer so Nüsse mit so einem Gewürztraminer, das ist auch immer eine sehr, sehr angenehme Kombination. Dann ist natürlich einfach ein Wein zum Genießen, der Begleiter zum guten Buch, zum schönen Film.
ein Wein nicht allzu hoch im Alkoholgehalt. Hier sind wir nur bei 9,5 Volumenprozent. Mhm. Also hat Leichtigkeit, Eleganz und ich finde auch eine schöne Intensität. Und ich freue mich auch sehr, der Wein ist von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Und ich denke, das ist nochmal eine schöne Bestätigung von der Kammer, dass die Qualität des Weins passt. Genau. Also ich finde, hier ist es wunderschön. Am liebsten möchte ich hier ein Zelt aufschlagen und würde hier einfach leben wollen. Das ist wie Urlaub. Ganz toll. Ja, das muss ich sagen, das macht uns auch immer Freude, dass wir in so einer schönen Gegend arbeiten. Auch wenn der Winzerberuf manchmal schon viel Arbeit und arbeitsintensiv ist, dass ich das meine Arbeit in so einer schönen Region wie der Pfalz verrichten darf, bei so einem ja, im Allgemeinen doch sehr schönen Wetter, in so einem milden Klima, ist etwas, was ich Tag für Tag schätze. Das Schloss Edesheim. Ja, Herr Anselmann, was haben wir jetzt für einen tollen Wein? Ja, jetzt haben wir einen Wein, den mag ich persönlich ganz besonders. Das ist ein 2018er Gewürztraminer Trocken aus der Einzellage Edesheimer Schloss. Ja, der Wein ist von diesen Reben hier. Man sieht ganz alte, knorrige Ströcke, die schon ja, viele, viele Jahre auf dem Buckel haben, aber doch noch schöne Trauben bringen. Ich glaube, auch der 2020er reift schön, aber lassen Sie uns mal probieren, was aus dem 18er geworden ist. Ich sehe Goldmedaille und... Ja, genau, der Wein ist mit 2 Goldmedaillen ausgezeichnet bei internationalen Weinwettbewerben. Mhm. Und ich muss auch sagen, viele unserer Gewürztraminer sind eher restsüße Weine, der Kabinett, die Spätlese. Dann haben wir auch noch eine sehr schöne 2015er Bärenauslese aus diesem Weinberg hier. Und 2018 wollte ich dann einen Trocknen machen. Also habe auch sehr viele trockene Gewürztraminer probiert, auch international, habe auch eine kleine Exkursion gemacht nach Südtirol, um da ganz viele Gewürztraminer und habe so die eigene Interpretation von einem trockenen Gewürztraminer gesucht. Ja, also im Gegensatz zu dem anderen ist der jetzt trocken. Der ist ein ganz trockener Wein, ja. Das ist jetzt ein trockener Gewürztraminer. Ja, lassen Sie uns mal probieren, ob mir das Weinchen gelungen ist. So, zum Wohl. Zum Wohl. Wow, toll. Boah, da könnte man stundenlang hineinriechen. Hier ein sehr intensives Aroma, typisch Gewürztraminer. Hier kommen vor allem die floralen, die blumigen Noten sehr stark zur Geltung. Der Rosenblütenduft. Litschi, auch hier exotische Frucht, aber das Florale ist doch sehr, sehr angenehm, sehr ausgeprägt. Farbe, auch hier schön intensiv, ein helles Goldgelb. Ja, kann man sagen. Im Geschmack finde ich ein sehr angenehmes Entree, sehr trocken, ja. Aber dennoch harmonisch, typisch Gewürztraminer, typisch die Säure ist sehr dezent, eher mild, balanciert. Sehr, sehr schön, ist harmonisch, aber es ist ein bekömmlicher Wein. Gewürztraminer sind keine Weine für Säurefreaks, sondern eher so auf der milden, bekömmlichen Seite. Auch sehr gut trinkbar für all jene, die vielleicht mit dem Magen manchmal ein bisschen Probleme haben und bei Säure empfindlich reagieren. All diejenigen können auch ganz beruhigt anstelle von einem Rotwein einen Gewürztraminer wählen. Und die Reben wachsen jetzt hier inmitten der Mauern des alten Schlosses von Edesheim, oder? So ist es. Und diese Einzellage Schloss Edesheim, hier stehen noch knapp 4 Hektar Weinberge. Die Besonderheit ist wirklich, dass diese Lage mitten im Zentrum von Edesheim ist, komplett von der Wohnbebauung, von den Edesheimer Häusern umgeben und ist natürlich durch diese Sandsteinmauer kleinklimatisch ganz besonders geschützt und ganz besonders begünstigt. Tatsächlich ist auch das schon immer diese Lage Edesheimer Schloss schon immer eine Gewürztraminerlage gewesen. Und früher war hier auch schon Gewürztraminer. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Gewürztraminer so ein bisschen, klimasensibel ist und viel, viel Wärme braucht und auch während der Blüte gutes Wetter. Insofern hat es durchaus eine Berechtigung, dass auch schon in der Historie hier im Schloss Edesheim überwiegend Gewürztraminer gepflanzt wurde. Insofern führen wir hier eine alte Tradition fort. Ja,
Anselmann, was ist so besonders an Ihrem Weingut? Was möchten Sie noch aus dem Marketing uns berichten? Ja, ein Stück weit besonders macht uns vielleicht die Partnerschaften, die wir haben, wie zum Beispiel mit dem DOSB. Wir sind seit 2000 bei der Olympiade in Sydney, haben wir das erste Mal offizieller Weinlieferant und sind seit 2012 sogar exklusiver Weinlieferant bei den Olympischen Spielen. Wir liefern da die deutschen Häuser und sind natürlich auch in Tokio jetzt nächstes Jahr vertreten. Liebe Familie Anselmann, ich durfte heute ein tolles Weingut erleben. Ich war mit Ihnen in den Weinbergen, in den Rebstöcken. Wir waren im Weinkeller, wir waren im Barrikkeller, wir waren im Edelstahl-Tankkeller. Wir haben diese Weinlounge bei Ihnen, diesen Kiosk in Anführungszeichen. Das ist natürlich viel mehr wie ein normaler Kiosk, wo man auch einkaufen kann. Dafür ein herzliches Dankeschön, es war wunderbar mit Ihnen. Wollen Sie noch ein kurzes Schlusswort sagen? Ja, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen unterwegs zu sein, Herr Gries, Ihr Interesse am Wein zu spüren, Ihre Leidenschaft für unser Produkt Wein. Und ja, ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß beim Filmen mit dem Wein. Auch für uns war das jetzt ganz nett, mit Ihnen hier unterwegs zu sein, diese Tour heute an diesem schönen Samstagmorgen zu machen. Freut mich, dass das Wetter auch so geklappt hat, und ich würde mich freuen, wenn Ihr Video noch interessant ist für Ihre Zuschauer, und möchte einfach noch sagen, wir sind ein offenes Weingut, wir freuen uns über Besucher. Manifestiert sich vielleicht einfach schon daran, dass wir fast täglich im Jahr geöffnet haben, dass Besucher bei uns zum Wein probieren willkommen sind über das ganze Jahr. Also mit Ausnahme von der beiden Weihnachtsfeiertage und des Neujahrstags sind wir in Edesheim an allen Tagen, freuen wir uns über Besuch, über Kunden, über Gäste im Weingut. Das ist uns vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Also wir wollen ein offenes Weingut sein und kein abgeschottetes, sondern wir freuen uns ganz bewusst über Besuch und sind da immer sehr, sehr glücklich, wenn die Weinfreunde uns im Weingut in Edesheim besuchen. In der Fußnote ist die komplette Beschreibung der Weinregion, der Rebsorte, des Winzers sowie dessen Link hinterlegt. Wenn auch ihr kein Video mehr versäumen möchtet, dann ist ein Abo und ein Daumen nach oben recht herzlich willkommen.